Bevor wir den Predigtext hören, möchte ich Ihnen den Bericht eines Zeitgenossen lesen, der die Vorgeschichte von Pfingsten selbst miterlebt hat und sie uns heute hier sozusagen in der Originalversion vortragen möchte. Wissen Sie, woran man in einer Wüste denkt, wenn man gerade der Todesgefahr entronnen ist? Ich weiß ja nicht, woran Sie denken würden. Ich für meinen Fall habe an so ein richtig schönes Stück Fleisch gedacht. So eins auf dem Holzkohlegrill gebratenes, saftiges Stück Fleisch mit weißem Oregano und kopfigem Thymian gewürzt. Der Sinai ist zwar eine Wüste, aber weißen Oregano und kopfiger Thymian, der wächst dort. Ein wunderbares Gewürzkraut für gegrilltes Fleisch. Naja, jetzt lächeln Sie nicht so herablassend. Haben Sie mal versucht, mehrere Wochen oder gar Monate von Brei und gebackenen Fladen zu leben? Wir hatten ja nur dieses Manna. Nach einem Tag war das Zeug schon verdorben. Nach heutigen Lebensmittelgesetzen wäre das wahrscheinlich gar nicht zulässig zum Verzehren. Und kein Mensch weiß wirklich, woraus dieses Manna besteht. Eine Anzeigenpflicht auf Verpackung, das hatten wir damals in der Wüste noch nicht und konnten das auch nicht erwarten. Da gab es Gerüchte. Man hat gemunkelt, dass die Schildlaus dieses Manna produzieren würde. Nun, das hat meinen Appetit nicht gerade angeregt, so Läusezeug zu essen jeden Tag. Aber es war ein richtig schönes, saftiges Stück Grillfleisch. Ich hätte sogar Pferdefleisch mit Genuss gegessen, wenn mir jemand welches gegeben hätte. Wir haben uns da wohl ein bisschen die Köpfe gegenseitig heiß geredet. Von Kürbissen haben wir geschwärmt, so groß wie Kindsköpfe. Zwiebelchen und Lauch hatten wir auf der Zunge. Und sogar der ewige Nilbarsch, der uns als Sklaven in Ägypten schon so richtig zum Hals raushing, der kam uns jetzt wie eine Delikatesse vor. Morgens Manna, mittags Manna, abends Manna stattdessen. Wahrscheinlich haben wir es ein bisschen übertrieben, als wir da vor unseren Zelten laut vor uns hin gejammert haben. Denn unser Moses, der hat sich das richtig zu Herzen genommen. Mann, habe ich mir gedacht, um den Moses, da muss man sich ja richtig Sorgen machen. Nicht, dass das ein Versager gewesen wäre, auf gar keinen Fall, im Gegenteil. Der war in seinem Job sowas von engagiert. Ich meine, der hat es auch richtig drauf gehabt. Haut da mit seinem Stock gegen den Fels und da kommt schon gleich Wasser raus. Wie hat der Kerl schon wieder spitz gekriegt, dass da eine unterirdische Quelle versteckt lag? Der war unglaublich gut informiert. Das muss man dem erstmal nachmachen. Und nach oben ist er vernetzt, das macht ihm keiner nach. Also insgesamt hat er eine Spitzenleistung hingelegt, aber wahrscheinlich war das genau auch sein Problem. Weil er so gut war, hat jeder von ihm erwartet, dass er noch ein bisschen mehr drauflegen kann. Er musste sozusagen die ständige Top-Performance bringen. Es gab auch einige, die seinen Führungsstil nicht gut fanden. Der Mann hat zu viele Aufgaben und zu viele Kompetenzen an sich gezogen. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Eine charismatische Führungsfigur ist schön und gut, aber da gibt es Grenzen. Und wie geheimnisvoll der das immer mit seinem Yacht gemacht hat, das hat ihm nicht jeder abgekauft. Und so haben wir auch jetzt in dieser Ressourcenkrise glatt auch eine Führungskrise. Uns fehlt das Fleisch, das Volk murrt und unser Führer macht schlapp. Jetzt gefiel er mir nämlich gar nicht mehr. Er hatte richtige Symptome von einer Depression. Völlig überfordert. Einer will sogar gehört haben, dass er im Zelt ausgerufen hat: Gott, ich möchte am liebsten tot sein. Ich stimme dir wohl zu. Suizidale Wünsche, das sind klare Symptome von einer dicken Depression. Und weit und breit bei uns keine Antidepressiva, nur dieses Manna.
Aber Manna ist nun wirklich als Antidepressivum nicht geeignet. Eher im Gegenteil. Das war ja mehr die Ursache der Krise. Moses droht, an seiner großen Verantwortung zu zerbrechen. Und so ist so ein Manager, so eine Leitungsfigur an der Spitze schon ziemlichen Belastungen ausgesetzt. Der muss körperlich und psychisch fit sein. Mit Mose möchte ich wirklich nicht tauschen. Ich hatte ja schließlich auch selbst Arbeit genug. Die Leute denken, dass man so als Sippenältester eine ruhige Kugel schiebt. Man sitzt da gemütlich vor seinem Zelt und wartet, dass jemand kommt und man mit ihm ein Schwätzchen hält. Ganz und gar nicht. Ständig hat man mit irgendwelchen Streitereien zu tun. Irgendwelche Keifereien zwischen den Frauen und irgendwelche, die die Grenzen des Nachbarzeltes nicht beachten. Und dann meinte ich, man könnte einfach so nach Willkür Recht sprechen und lässt sich von dem Gewinner einen Gefallen tun, damit man zu seinen Gunsten spricht. Ich hätte mir ein bisschen mehr Harmonie gewünscht in meinem Amt. Was man sich als Sippenvorstand den ganzen Tag für Kleinkram anhören muss. Können denn die Menschen nicht einfach friedlich nebeneinander leben? Muss es denn über dieses Gezänk gehen? Und dann diese ewige Wanderschaft durch die Wüste. Ein Tag hier, ein Tag dort. Das hat natürlich an allen Nerven gezehrt. Schließlich haben wir einmal spaßeshalber demografisch durchgerechnet. Wenn wir noch weiter so durch die Wüste ziehen, ja, dann lebt ja keiner mehr von denen, die jetzt noch da sind, bis wir ins gelobte Land kommen. Die, die aus Ägypten weggezogen sind, werden nicht diejenigen sein, die ins gelobte Land einziehen. Unsere Sterbequote ist ziemlich hoch in der Wüste, die Lebenserwartung niedrig, bei der Ernährung kein Wunder. Und das bedeutet, wenn ich es richtig durchrechne, dass auch ich es nicht mehr lange machen werde. Und von dem oft gepriesenen gelobten Land werde ich nichts sehen. Also wofür, bitteschön, mache ich das eigentlich? Und am Abend nicht mal ein ordentliches Essen als Ausgleich. Wissen Sie, so ein gegrilltes Steak, das hätte mich schon für vieles entlohnt. Aber damit ist noch nicht Schluss. Dann kam auch noch diese Anfrage nach einem freiwilligen Engagement. Ich soll der Gesellschaft etwas zurückgeben von dem, was sie mir gegeben hat. Ich soll mein soziales Umfeld positiv mitgestalten. Na, das hat mir gerade noch gefehlt. Wann soll ich denn die Zeit aufbringen, nach endlosen Sitzungen vor meinem Zelt auch noch in endlosen Sitzungen über das Gemeinwohl zu debattieren? Dass Mose entlastet werden muss, das leuchtet mir schon ein. Aber muss ausgerechnet ich das tun? Habe ich nicht genug um die Ohren? Oder haben Sie schon mal versucht, in einem Gremium mit 70 Leuten eine vernünftige Entscheidung herbeizuführen? Da ist doch jeder der beste Manager. Da werden große Visionen entwickelt, aber am Ende fehlt das Fußvolk, das die konkrete Arbeit macht. So richtig motiviert war ich also nicht, in den neu gegründeten Vorstand des Volkes Israel einzutreten. Alles natürlich völlig unbezahlt. Nicht mal Reisekosten oder Geschäftsbedarf bekäme man da ersetzt. Wenn es wenigstens ordentliche Geschäftsessen gegeben hätte, mit so einem Stück Fleisch, dann wäre ich da vielleicht lieber hingegangen. Also bei der Einladung zum Stiftszelt, ich bin dann doch hingegangen, habe ich nicht damit gerechnet, dass da sehr viel Teilnahme sein würde. Es sind immer dieselben Leute. Meistens hält Moses dann irgendwelche Strafreden, was wir falsch gemacht haben, und man geht nach Hause und fühlt sich nicht gerade beglückt. Aber diesmal muss ich sagen, war ich echt überrascht. Die waren alle vollzählig da. Alle 70. So etwas hat es im Volk Israel noch nicht gegeben, solange ich Ältester bin. Und dann waren die sogar mächtig aufgeregt. Alle haben gespürt, jetzt passiert etwas Bedeutendes. Sie haben das sicher auch schon erlebt. Wenn alle vorgesehenen Plätze besetzt sind,
wenn irgendwie alle da sind, dann wird die Sache so ein Selbstläufer. Dann geht das von sich. Moses hat dann so eine kurze und kernige Motivationsansprache gehalten. In wichtigen Entscheidungen soll jetzt zukünftig die breite Basis besser einbezogen werden. Und auch seine Jahwe-Beziehung will er nicht mehr exklusiv wahrnehmen, sondern auch in die Jahwe-Beziehung sollen jetzt endlich andere Leute mit rein. Ich bin ja schon ziemlich neugierig, was da in diesem Stiftszelt tatsächlich abgeht. Wir würden es jetzt einmal erleben, was passiert, wenn uns der Geist Gottes packt. Was soll ich Ihnen sagen? Es hat uns dann richtig gepackt. Auf einmal bekam man ein Bild von dem großen Ganzen. Wir bekamen so ein Gesamtbild, wie das Volk Israel, wie die Gemeinde Gottes eigentlich sein soll und gedacht ist. Und wir haben gespürt, was wir erreichen können, wenn jeder freiwillig ein Stück der Verantwortung übernimmt. Wir haben gespürt, was für eine Gemeinschaft wir sein können, wenn nicht unsere Einzelinteressen im Vordergrund stehen, sondern wir einmal versuchen, das Gesamt ins Auge zu nehmen. Zur Abwechslung wurde dabei nicht gejammert und nicht geklagt. Zur Abwechslung wurde dabei nicht erzählt, warum man das nicht kann und zu diesem keine Zeit hat, sondern da war echter Tatendrang. Die wollten was anpacken. Wir waren uns schnell einig, mit einem Stimmungstief im Volk Israel kommen wir in der Wüste nicht sehr weit. Wir müssen über Verbesserungen nachdenken, die auch realisierbar sind. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich bin noch immer nicht gut Freund mit jedem von diesen Ältesten. Nicht mit jedem kann ich wirklich. Aber ich habe gespürt, dass wir über unsere persönlichen Animositäten hinaus zu einem größeren Ganzen zusammengehören. Und plötzlich war es allen ohne Zweifel klar, wir gehören zusammen. Trotz unterschiedlicher Lebensstile, trotz unterschiedlicher Vorzüge, trotz unterschiedlicher Grundeinstellungen zum Leben. Das war schon ein tolles Gefühl. Da war die Mangelsituation, in der wir leben, plötzlich nicht mehr so wichtig. Viel wichtiger war es, die Gemeinschaft erleben zu können. Viel wichtiger war es, sich als ein Teil von einem Ganzen wahrnehmen zu können. Das sollten Sie auch mal ausprobieren. Bevor ich es dann vergesse, Mose scheint auch inspiriert worden zu sein. Er hat dann nochmal seine Top-Performance übertroffen. Wir bekamen dann nämlich eine Fleischparty mit Wachteln. Aber das ist eine andere Geschichte. Hören wir zum Schluss den Predigtext aus 4. Mose 11. Und Mose sprach zu dem Herrn: Warum bekümmerst du deinen Knecht? Und warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Habe ich denn all das Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagen könntest, trag es in deinen Armen, wie ein Armer ein Kind trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugesprochen hast? Ich vermag all das Volk nicht allein zu tragen, denn es ist mir zu schwer. Willst du aber doch so mit mir tun, so töte ich lieber, wenn ich anders Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich nicht mein Unglück sehen muss. Und der Herr sprach zu Mose: Sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und seine Amtleute sind, und bringe sie vor die Stiftshütte und stelle sie vor dich. So will ich herniederkommen und dort mit dir reden und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volkes tragen und du nicht alleine tragen musst. Und Mose ging heraus und sagte dem Volk die Worte des Herrn und versammelte 70 Männer aus den Ältesten des Volkes und stellte sie rings um die Stiftshütte. Da kam der Herr hernieder in der Wolke und redete mit ihm und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Und als der Geist auf ihnen ruhte, gerieten sie in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf.
Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen.